Mein Name ist Ruana von Stein und ich bin Literaturwissenschaftlerin für romanische Philologie am Petrarca-Institut und am romanischen Seminar der Kölner Universität. Die Romanistik beschäftigt sich mit den verschiedenen Nationalliteraturen der Romagna, das heißt mit den Literaturen derjenigen Sprachen, die sich aus dem Lateinischen entwickelt haben. Und das sind die drei großen Weltsprachen, Spanisch, Portugiesisch und Französisch und daneben natürlich das Italienische. Also die Romanistik ist der Ort, an dem romanische und germanische Kulturen sich begegnen. Und ich finde, dass das Spannende an der Romanistik ist, dass sie erlaubt, den Prozess der Formierung der europäischen Kultur aus nächster Nähe zu beobachten und zu verfolgen. Und das von der Spätantike bis in unsere unmittelbare Gegenwart. Zu meiner Tätigkeit am Lehrstuhl gehört das finale Korrigieren von Manuskripten für die komparatistische Zeitschrift Poetica. Und dabei handelt es sich um literaturwissenschaftliche Texte aus dem Bereich der Romanistik, der Altphilologie, der Mediävistik, der Neugermanistik, der Slavistik, der Sinologie und der Anglistik. Das heißt also, ich lese, und das mit sehr viel Gewinn, literaturwissenschaftliche Texte zu Themen, mit denen ich als Romanistin eigentlich nicht in Kontakt käme. Das Unterrichten bedeutet für mich nicht nur natürlich das Vergnügen, anderen etwas zeigen zu können, das mich selbst begeistert oder was mich zumindest selbst interessiert. Beim Unterrichten oder ja, besser noch beim Vorbereiten sehe ich, ob ich Themen oder Theorien, die mir andere beigebracht haben oder die ich mir selbst erarbeitet habe, ob ich die eigentlich wirklich, wirklich verstanden habe. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Texten von Baudelaire und von Flaubert beschäftigt, und zwar mit den beiden wichtigsten Werken der beiden Autoren, einmal dem Gedichtband Les Fleurs du Mal, also Die Blumen des Bösen, und dann mit dem Roman Madame Bovary. Und seit der Fertigstellung der Dissertation habe ich zum absurden Theater gearbeitet, dann habe ich zur Dante-Rezeption im Frankreich des 19. Jahrhunderts gearbeitet und im Moment forsche ich vor allem zum spanischen Barockdrama. Daneben beschäftige ich mich noch gemeinsam mit Juristen mit der juristischen Beurteilung von fiktionalen Texten und mit dem Thema der Kunstfreiheit. Und dann setze ich mich momentan noch in einem anderen Projekt mit dem Italienbild der europäischen Romantik auseinander. Das ist das, was ich im Moment tue.